Jo Leute, willkommen zu diesem Video und ja, heute in diesem Video soll es mal um die Rote Ritterin gehen, weil das gerade ein sehr heißes Thema auf YouTube ist, ob die Rote Ritterin wirklich zurückkommt oder nicht, alles das in diesem Video und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Bevor wir jetzt aber anfangen mit dem eigentlichen Thema des Videos, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich zurzeit ein richtig heftiges V-Bucks-Gewinnspiel auf meinem Kanal habe, wo ich unglaubliche 60.000 V-Bucks an euch verlose. Um die V-Bucks zu gewinnen, solltet ihr einfach mal das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und den Kanal einfach mal an eure Freunde teilen, weil das ganze Gewinnspiel wird bei 20.000 Abonnenten aufgelöst und es würde mich mega freuen, wenn wir diese einfach mal in der nächsten Zeit schaffen würden, weil ich mir einfach jeden Tag Mühe gebe, für euch die Videos zu machen, einen Livestream mit euch zu machen, mit euch zu spielen und so weiter. Es kostet sehr viel Zeit und es würde mich deswegen auch einfach mal freuen, wenn ihr diesen Kanal weiterteilt, aber auch nur, wenn euch dieser Kanal gefällt, schreibt mir auf jeden Fall mal Feedback in die Kommentare, Leute. Und ich werde auch demnächst wieder Kommentare von euch vorlesen. Also schreibt mir auf jeden Fall mal nette Kommentare in die Kommentare. Aber auch wirklich nur, wenn ihr es wirklich ernst meint. Aber fangen wir jetzt einfach mal an mit dem eigentlichen Thema des Videos. Denn heute soll es ja einmal um die Rote Ritterin gehen. Dem zurzeit meist gehyptesten Skin überhaupt. Viele gehen ja davon aus, dass dieser Skin zurückkehren wird. Und die Rote Ritterin, das muss man sagen, war der erste 20-Euro-Skin. Und den konnte man nur in der Season 2 erwerben. Viele gehen davon aus, dass er wieder zurückkommt und die Gründe dafür nenne ich euch jetzt einfach mal. Ich werde euch jetzt einfach mal ein Bild einblenden mit der Rote Ritterin und einer Spitzhacke. Und zwar wurde in den Dateiordnern eine Spitzhacke gefunden mit dem Namen Red Knight, Leute. Und das heißt natürlich Rote Ritterin. Und da könnte man jetzt sagen, ja, vielleicht kommt die Rote Ritterin ja wieder in den Shop. Aber das Ganze steht auch noch nicht zu 100% fest, da man erst einen Ordner mit dem Namen Red Knight gefunden hat, worin eine Spitzhacke war. Natürlich fängt man dann an zu munkeln, dass die Spitzhacke nicht alleine kommt, sondern zusammen mit dem Red Knight. Weil umsonst nennt Epic Games diese Spitzhacke oder den Ordner nicht Red Knight, Leute. Und außerdem würde die Kasse bei Epic Games richtig klingeln, wenn der Red Knight wiederkommt, weil sich jeder den Skin holen würde, weil er auch einfach heftig ist. Ihr müsst dabei auch bedenken, dass der Red Knight kein Battle Pass Skin ist, sondern ein ganz normaler Shop Skin. Trotzdem hat der Red Knight einen sehr großen Wert, da die Leute früher noch nicht in das Spiel so gepayt haben wie heute. Ich zum Beispiel habe erst angefangen mit der Season 3 Geld in das Spiel auszugeben, da ich früher noch nicht gedacht habe, dass ich Fortnite so aktiv spielen werde, weil ich ja früher auch noch GTA gemacht habe, hatte nicht so viel Zeit und habe ich gesagt, komm, ich spiele das Spiel ab und zu und so weiter. Das Ganze hat sich dann anders entwickelt, Season 3 kam raus, ich habe mir gesagt, komm, ich gönne mir direkt Battle Pass Skins und so weiter und ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich ärgere mich übertrieben, dass ich mir nicht früher den Battle Pass geholt habe, nicht die Rote Ritterin, den School Trooper, den Ghoul Trooper, den Nussknacker und was da alles rauskam, Leute, die Weihnachtsskins und so weiter, ihr wisst, was da rauskam, also die Leute, die früher schon gespielt haben. Aber im Endeffekt, Leute, sollte man einen Skin nicht bewerten, wie wertvoll er ist, sondern natürlich, wie er aussieht. Natürlich ist es cool, wenn man mit einem Skin spielt, den nicht viele Leute haben. Aber Leute, was bringt euch ein Skin, den nicht viele spielen, der euch aber nicht vom Aussehen gefällt, Leute, ja? Natürlich gibt es die einen, die sagen, ich kaufe mir Skins nicht nur, weil sie mir gefallen, sondern weil ich Epic Games auch unterstützen möchte. Dann gibt es aber auch die Leute, die einen Skin brauchen, weil sie gut aussehen wollen im Spiel und so weiter. Es gibt halt viele verschiedene Punkte. Ich gehe fest davon aus, dass wir den Red Knight noch in der Season 4 im Shop haben, da Epic Games nicht einfach so eine Spitzhacke in den Red Knight Ordner packt und dann nur die Spitzhacke rausbringt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Natürlich könnte es sein, dass nur eine Spitzhacke rauskommt, was ich mir einfach nicht vorstellen könnte. Aber wenn euch das Video gefallen hat, ihr mehr von mir sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal ganz kostenlos, aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Und teilt diesen Kanal unbedingt mal an eure Freunde, damit wir in der nächsten Zeit mal die 20.000 Abonnenten schaffen, da ich mir wie gesagt jeden Tag Mühe gebe. Aber jetzt bin ich erstmal raus, haut rein und ciao Leute!